Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und heute analysieren wir Daniela Ludwig, unsere aktuelle Drogenbeauftragte. Ihr habt sie euch für eine Analyse gewünscht und wie immer analysieren wir hier auf dem Kanal nicht die politischen Inhalte, nicht die inhaltlichen Aussagen und wie gut oder schlecht diese sind, sondern wirklich nur die rhetorische, kommunikative Ebene. Fangen wir direkt an. Also ich habe nach meiner Erinnerung nicht gesagt, dass... Was sie hier schon mal am Anfang gut macht, dass sie sagt, ich habe, also eine Ich-Aussage gemacht, anstatt der anderen Person etwas zu unterstellen, sozusagen, ja, das haben sie falsch verstanden oder sowas. Und auch gleichzeitig, dass sie sagt, in meiner Erinnerung. Denn gerade wenn sie hier gefragt wird, in dem Fall von Thilo Jung, kann es natürlich gut sein, dass er gut vorbereitet ist und die wortwörtliche Aussage vor sich liegen hat, während sie in gewisser Weise das aus ihrer Erinnerung holt. Heißt, es kann auch für dich sinnvoll sein, in deinem Alltag, wenn eine sehr unterstellende Aussage von jemand anderem kommt, dass du es dann nicht absolut formulierst und sagst, ich habe das so und so gesagt oder nein, das hast du falsch verstanden, sondern wirklich zu sagen, nach meiner Erinnerung habe ich das so und so gesagt. Das macht das Ganze etwas weicher, gerade bei sehr Aussagen, die vielleicht etwas konfrontativ nachgefragt werden. Das Cannabis attraktiv. Tiefer oder weniger attraktiv ist, wenn es legal wird, sondern ich habe... Was sie auch gut macht, ist das sogenannte Contrasting, dass sie erstmal darstellt, was sie nicht gesagt hat und dann darstellt, was sie gesagt hat. Um damit so ein Gap zu machen, wirklich zu sagen, nein, das ist es nicht und so ist es. Das kannst du auch zum Beispiel für heikle Gespräche nutzen und sagen, ich will dir damit nicht unterstellen, dass ... sondern ich will damit sagen, dass ... Ich wollte Ihnen damit sagen, es vermittelt noch stärker den Eindruck, als sei es ungefährlich und das ist es nicht. Das ist der Punkt, der mich stört. Je mehr wir über Legalisierung sprechen, je mehr, da hören wir oft eine Glaubenssatzstruktur raus, vermitteln wir den Eindruck, wir reden über einen Stoff, der mehr zufällig noch illegal ist und bei dem es jetzt endlich mal Zeit wird, dass wir ihn in die Legalität holen, weil er tut ja nichts und das ist falsch. Das ist ein rhetorisch sehr fragwürdiges Konstrukt, weil da mehrere Sachen drin waren. Sie sagt, je mehr wir darüber reden, desto eher wird die Legalisierung gefördert. Das kann man schon hinterfragen, weil sonst könnten wir das auch bei PKW-Mord und anderen Sachen genauso sehen. Und dann zusätzlich noch zu sagen, es wird mehr in die Legalität gerutscht, weil es ungefährlich ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Sie kann sagen, nein, es ist gefährlich. Und trotzdem sollten wir darauf aufpassen, dass nur wegen einer längeren Diskussion es nicht einfach durch das darüber reden mehr in die Legalität rutscht. Aber das sind grundsätzlich sehr fragwürdige Argumentationsstränge. Und darum geht es mir und das würde ich gerne vermitteln. Verstehen Sie, wir haben zwei Volksdrogen. Ich brauche keine dritte. Brauche einfach keine dritte. Okay, das ist natürlich kein sonderlich starkes Argument, das ist einfach ein Totschlagargument, um die Diskussion zu unterbinden mit einer sehr fragwürdigen Logik dahinter. Also sie sagt ja quasi... Wenn wir darüber reden, dann wird es zur Volksdroge und wenn wir nicht darüber reden, dann wird es nicht zur Volksdroge. Was ja einfach logisch gesehen nicht stimmt. Also wenn man sich es anschaut, ja, wenn das die drittmeist verwendete Droge ist, dann macht eine Diskussion darüber und auch eine Entkriminalisierung oder Legalisierung ja nicht den Unterschied, ob es zur Volksdroge wird. Das ist halt die Frage, wie man diesen Begriff definiert. Nur diese Logik zu sagen, wenn wir nicht drüber reden, wird es nicht zur Volksdroge, ist ja einfach nicht schlüssig und einfach nur ein Totschlagargument, um die Diskussion und das weitere darüber reden zu unterbinden. Und auch gerade dieses, ich brauche das nicht, ja schön, dass sie es nicht braucht. Die Frage ist nur, wie geht man am besten damit um, mit Dingen, die aktuell nicht legal sind. Kann man auch sagen, ja, ich brauche keinen Krieg. Schön, dass sie es nicht braucht. Danke für die persönliche Meinung. Das kann sie in ihrer Meinungsfreiheit auch haben. Allerdings damit den Diskussionsbedarf zu unterbinden, finde ich schon sehr fragwürdig. Ich sehe keinen Grund. Und Frau Ludwig, warum machen Sie denn jetzt hier ein Strohmann-Argument auf? Also hat er natürlich gut herausgefunden, dass das ein Strohmann-Argument war. Und hier dieses, es ist legal oder es sollte legal werden, weil es ungefährlich ist, das hat ja so niemand gesagt. Das ist eben das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass es zwei verschiedene argumentative Teile in diesem, je mehr wir darüber reden, desto Argument ist. Keiner würde doch behaupten, dass Cannabis ungefährlich ist. Hier geht es doch darum, dass eine noch illegale Droge, die weit verbreiteter bei Erwachsenen in ganz Deutschland ist, als zum Beispiel Rauchen und so weiter, dass eine solche Droge ungefährlicher ist als Alkohol. Und Alkohol ist legal. Halten Sie Alkohol auch für gefährlicher als Cannabis? Oder ist das für Sie einfach, weil das kulturell so ist, kein Thema?
Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay, das ist natürlich... Also es hat ja gar keine argumentative Kraft. Das sagt ja auch niemand so und ist auch hier wieder ein völlig leeres Argument, weil das Cannabis kein Brokkoli ist, sowohl auf der tatsächlich faktischen Ebene als auch auf der metaphorischen Ebene, dass es eben nicht komplett ungefährlich ist. Wie Thilo schon gesagt hat, das bestreitet ja keiner. Und gerade wenn er formuliert, dass er sagt, nein, es ist nicht ungefährlich, und er dann die Frage stellt, wie ist es mit Alkohol im Vergleich, dass sie dann sagt, dass nur weil das eine gefährlich ist, was er gefragt hat, dass das andere nicht ungefährlich ist, ergibt ja hier keinen argumentativen Mehrwert. Okay. Dann die Frage an Frau Theis. Ja, Sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit Ihren Fragen. Also hier dieses gefakte Lächeln so im Sinne von, ja, haha, das wirkt natürlich sehr arrogant. Und gerade bei so einer Aussage, bei der sie hoffentlich auch selbst weiß, dass sie einfach nur abschmetternd zur eigentlichen Frage ist, finde ich das wirklich auch unprofessionell in dem Rahmen, da so eine gewisse Arroganz zu haben, weil nein, bei der Bundespressekonferenz ist es nicht so, dass einfach alle Antworten akzeptiert werden müssen, wie sie sind, sondern da gibt es ja eben auch die Möglichkeit zum Nachfragen und so weiter. Von daher, sie kann ja auch seine Frage ablehnen und sagen, ja, das ist aber eine Unterstellung, die ja drin ist und so weiter. Und das sollte man auch machen, gerade wenn es kritische Fragen gibt, durchaus. Allerdings grundsätzlich das so zu verneinen, ist rhetorisch keine starke Strategie. Generell, wenn ihr weitere rhetorische Strategien wollt, dann empfehle ich euch meinen Meisterkurs Rhetorik, mein Buch, das ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke, zu wirklich starken Strategien der Rhetorik. Okay. Natürlich. Selbstverständlich. Und wie es ich beantworte, müssen Sie mir was, weil ich kritisiere ja Ihre Fragestellung auch nicht. Das kann sie aber durchaus machen. Ich nehme sie zur Kenntnis. Geben und nehmen. Welche Gründe, konkreten Gründe haben Sie immer noch für die Prohibition von Cannabis? Jetzt versuche ich es zum dritten Mal. Alkohol ist gefährlich, Cannabis auch. Das ist wiederum gut, dass sie hier so eine klare Aussage trifft und eben nicht so einen Strohmann oder abweisendes Argument wieder vor. Insbesondere für Jugendliche. Und deswegen geht mein Schwerpunkt dahin, die Jugend davor zu schützen, zu glauben, dass sie mit Cannabis ein harmloses Kraut konsumiert. Auch das wieder ein Argument, das sie durchaus bringen kann, wobei das ja auch wieder nicht die komplette argumentative Situation rechtfertigt. Also bei Alkohol ist es ja auch so, dass der unter 16 bzw. unter 18 Jahren auch verboten ist und von daher das ja nicht bedeutet, dass er nicht für Erwachsene dann legal ist. So, und dann ist die Frage, genau wie wir ja schauen können, dass Alkohol und die Gefährlichkeit von Alkohol auch klar gemacht wird, könnte man ja trotzdem das bei Cannabis genau gleich machen und sagen, ja, wir achten auch darauf, dass gerade für Jugendliche, wo es im Entwicklungsstadium vielleicht noch kritischer ist, das auch ganz klar gezeigt wird und dann trotzdem nicht unbedingt daraus resultierend auch ein komplettes Verbot oder eine Kriminalisierung von Cannabis folgen muss. Und jetzt noch ein anderer Clip, den habt ihr mir auch in diesem Rahmen zugesendet, auch von Thilo Jung, wo er eine weitere Frage an jemand anderen stellt zur Qualifizierung der Drogenbeauftragten. Hat erst davor eine Frage gestellt und dann stellt er jetzt nochmal folgende Frage. Ja, aber wer sucht das denn aus? Die CDU-SU-Landesgruppe oder der Gesundheitsminister? Also, der Umstand, dass Frau Ludwig keine explizit drogenpolitische Expertise hat. Was ja hier auch schon mal wieder komplett an der Frage vorbeiführt. Also, hier könnte man ja eine kurze Antwort auf die Frage geben, diese berühren und dann drehen zu der eigentlichen Antwort, die man geben möchte. Gerade in so einer Situation, klar, kann man vielleicht nicht auch alles sagen, darf man vielleicht auch gar nicht alles sagen. Allerdings dann gleich mit einer komplett anderen Antwort, die nicht zur Frage passt, zu starten, ist nicht sonderlich hilfreich für die Glaubwürdigkeit der Aussage. Muss ja nicht zwingend dazu... Und das ist ja auch durch dieses nicht sonderlich unterstreichend auf rhetorisch starker Ebene. Expertise hat, muss ja nicht zwingend dazu führen, dass sie dieses Amt nicht sozusagen bekleiden kann. Und auch hier dieses, nur weil sie keine explizite Erfahrung hat, damit
gibt ja schon die Präsupposition oder sagt ja quasi aus, dass sie da keine sonderliche Erfahrung hat. Das muss nicht dazu führen, dass, was ja so klingt, es führt aber wahrscheinlich dazu. Es muss es nicht, ne? Also es muss nicht sein, dass sie daran sterben. So muss nicht sein, aber das ist gerade eine sehr gefährliche Sache. Wir wissen aus der Kommunikationspsychologie, dass gerade in solchen Situationen wir den Leuten die Angst nehmen sollten. Und das ist auch die Aufgabe eines Politikers, eines Pressesprechers und so weiter. Heißt, die Angst nehmen, die Unsicherheit nehmen, die Zweifel nehmen, um dann darauf aufbauend die Kompetenz, die Expertise und so weiter zu präsentieren. Nur dann hier sozusagen so, nein, es muss nicht sein, dass die ganze Welt gleich zusammenbricht, das vermittelt natürlich nicht sonderlich viel Souveränität und befeuert eher nur noch die Unsicherheiten der Fragestellenden oder der Zuhörenden. Sicher, dass Sie, wenn sie Ihre Arbeit aufnimmt, auch sozusagen Ihre Inhalte und Schwerpunkte Ihrer Arbeit darlegen wird und das auch begründen wird, warum sie da diese Schwerpunkte setzt. Auch dass er da die ganze Zeit so runterschaut und wenn er dann hinschaut, so einen sehr stechenden Blick hat, gut, das weiß ich jetzt nicht, ob das generell bei ihm ist, dann wäre das natürlich kein besonderes Merkmal, aber dieses nach unten schauen, das kann man wirklich vermeiden. Gerade wenn man eine starke Aussage macht, dann sollte man da auch den Blickkontakt halten. Im Übrigen war es nach meiner Erinnerung auch nicht so, dass die anderen Drogenbeauftragten der Bundesregierung in der Vergangenheit da so einen Hintergrund hatten. Das ist natürlich gar kein Argument. Also das ist so ausgleichende Ungerechtigkeit, so im Sinne von, ja, die anderen hatten aber auch gar keine Kompetenz. Das ist natürlich noch verschlimmernder in der Situation. Hätte er einfach weglassen können oder er hätte sagen können, und Frau Ludwig hat sogar eine höhere Kompetenz als die bisherigen. Das wäre zwar auch nicht gut für die bisherigen, aber zu sagen so, ja, aber die bisherigen waren ja auch schon schlecht, suggeriert ja, dass auf jeden Fall es nicht sonderlich viel mit Kompetenz zu tun hat, so wie er es propagiert. Darf ich noch kurz? Es ist interessant, dass Sie selbst sagen. Auch hier dieses Wegschauen und dann, also man sieht richtig, dass er genervt davon ist, welche Fragen er stellt oder er wirkt zumindest genervt und das darf in einer solchen Situation nicht sein. Wenn er hier souverän reagieren würde und sagen würde, das kann ich verstehen, dass es Ihnen auch wichtig ist, dass sie da gute Kompetenzen hat. Und deswegen sage ich Ihnen, sobald sie ihren Job startet, wird sie auch ganz klar darlegen, was ihre Hauptprinzipien sind, warum sie diese Meinungen, diese Positionen vertritt. Und deswegen können wir uns sicher sein, dass sie, so. Und dann hat man schon viel souveräner geantwortet, als zu sagen, ach ja, komm, also die anderen hatten auch nicht viel mehr Kompetenz. Also auch die Art und Weise, wie er antwortet, wirkt einfach nicht sonderlich souverän und zugewandt. Auch wie er so da sitzt, so ein bisschen, ne, also hier mit den Armen so, das wirkt so eine etwas konfrontative Haltung, dann aber den eingezogenen Kopf, das wirkt einfach nicht sonderlich offen und souverän. Sagen, dass sie noch nicht qualifiziert dafür ist. Auch hier die Mikromimiken, hier so quasi Wut zu haben, dann aber so drüber zu lächeln, um es quasi eben nicht zu zeigen. Es ist interessant, dass Sie selbst sagen. Hier noch dieser etwas zornige Blick. Dass Sie noch. Hier dieses. Auch mit dem. Also, ich habe das natürlich etwas stärker gemacht, aber sowohl mit der Lippe als auch generell mit der Kinnmuskulatur da so zu zucken. Nicht qualifiziert dafür. Und dann dieses. Also, man hat es jetzt hier eigentlich ganz gut gesehen: dieses Lachen komplett ohne wirkliche echte Freude dahinter. Das wirkt einfach etwas unklar, was er uns hiermit mitteilen möchte. Qualifiziert dafür ist. So verstehe ich das jetzt, aber die Frage war ja, wer sucht aus, wer die Drogenbeauftragte wird? Ist das Herr Spahn oder die CSU-Landesgruppe? Also die Tatsache... Okay, das war natürlich schon eine gewisse Unterstellung von Thilo Jung, weil er hier sagt, ja, Sie haben ja gesagt, dass sie keine Kompetenz hat, was er nicht so gesagt hat. Er hat nur gesagt, ne, dass, also er hat es nur nicht rhetorisch gut verpackt, was er hätte sagen wollen. Und das dann ihm zu unterstellen und dann die Frage danach zu stellen, die sich auf was anderes bezieht, ist natürlich schon eine gewisse rhetorische Falle, wo man reintreten kann, wenn man dann diese Frage nämlich beantwortet und dann quasi das, was davor gesagt wurde, einfach so im Raum stehen lässt. Sache, oder was Sie mir in den Mund legen wollen, dass ich sozusagen unterstellt habe, dass sie nicht qualifiziert ist, das ist Ihre Interpretation, das habe ich so nicht gesagt. Das hat er hier souverän gemacht, ja, dass Sie mir es in den Mund legen wollen und das habe ich so nicht gesagt, das ist Ihre Interpretation, das finde ich hier auf der Ebene durchaus sehr gut, das klarzustellen und dann die Frage eigentlich zu beantworten. Und das ist ein internes Verfahren, zu dem ich jetzt hier auch keine Stellung nehmen kann. Gut, das ist natürlich in gewisser Weise eine unbefriedigende inhaltliche Antwort, aber auf rhetorischer Ebene durchaus gut gemacht, das auch ganz klar abzutrennen.
eine klare Antwort zu geben, allerdings insgesamt jetzt auch nicht sonderlich souverän. Wenn ihr weitere Punkte habt, weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal für weitere Rhetorik- und Kommunikationsanalysen. Ansonsten schaut euch gerne mein Buch Meisterkurs Rhetorik an, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Kommunikation.